Am 22. Dezember 2016 läuft das modernste deutsche Forschungsschiff, die Sonne, aus dem Hafen von Noumea in Neukaledonien aus. An Bord sind 40 Wissenschaftler und 31 Mann Besatzung. Ihr Ziel? Der Kermadec-Vulkanbogen vor Neuseeland. Der Unterwasserroboter Quest taucht zu 4 Unterwasservulkanen hinab und schickt in Echtzeit Videoaufnahmen des Meeresbodens aufs Schiff. An den Unterwasservulkanen stoßen die Wissenschaftler auf heiße Quellen. Hier wimmelt es vor Lebewesen. Außerdem sprudelt durch säulenförmige Chimneys heiße Lösung und gelöstes Kupfer und Eisen ins Meerwasser. Das Schiff wurde gebaut in Papenburg und ist seit November 2014 für die Wissenschaft im Indischen und Pazifischen Ozean als Forschungsplattform unterwegs. Mein Name ist Andrea Koschinski. Ich bin marine Geochemikerin an der Jacobs University in Bremen. Bin da Professorin und Wissenschaftlerin. Und im Moment bin ich hier als Fahrtleiterin an Bord von FS Sonne auf der Forschungsfahrt SO 253. Ich bin ja nun auch schon oft zur See gefahren. Was ich immer wieder schön finde, ist diese Gemeinschaft, die sich hier sofort bildet. Wir sind aufeinander angewiesen. Man unterstützt sich unheimlich. Und natürlich bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Kommunikation mit dem Hub gut läuft und dass wir uns hier gut absprechen. Das heißt, wir haben regelmäßige Treffen mit der Schiffsmannschaft oder Vertretern der Schiffsmannschaft. Es geht hier um viele Dinge, um viele generelle Prozesse, die wir verstehen wollen, wie eben im Ozean Stoffkreisläufe stattfinden, die ja zum Beispiel auch das Klima beeinflussen oder die unsere Ressourcen beeinflussen. Wir betrachten hier die Hydrothermalsysteme aus unglaublich vielen Perspektiven. Und was für mich jetzt wirklich schön ist, ist zu sehen, wie diese ganzen einzelnen Arbeitsbereiche mit ihren Resultaten so ein großes Puzzle zusammenbauen von den Regionen hier. Und darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut und es funktioniert genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Wir haben diesen Schornstein der Länge nach aufgesägt, um ins Innere blicken zu können und sehen hier im Wesentlichen 4 Minerale, Markasit, Kupferkies, Anhydrit und Baryt. Bei diesen Schornsteinen haben wir ja einerseits das heiße Fluid, was von unten durch den Aufstiegskanal kommt und dann ist die Struktur ja insgesamt sehr porös und dabei wird dann eben auch sehr viel Meerwasser von der Seite einfach eingesogen. Wir haben Hydrothermalsysteme neu entdeckt. Wir haben andere beproben können und Daten bekommen, die bisher noch keiner hatte. Also es gab schon ganz, ganz viele Highlights.